Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Banished. Hier, wo wir uns unsere kleine Existenz aufgebaut haben. Und diese Existenz wollen wir natürlich noch verschönern, so wie es ist. Wir streben immer nach mehr, so wie es der Mensch tut. Und das tun wir, indem wir einen Schneider bauen, damit die Leute immer genug Klamotten haben. Hier gibt es nämlich nur noch 5 Ledermäntel, die hier rumhängen. Alte labrige Ledermäntel. Ja. Geil. Wollen wir natürlich gucken, dass dies ein bisschen effektiver wird. Wir bräuchten noch einen Bauarbeiter mehr für diesen. Ja, die müssen sowieso erstmal hier alles wegfällen. Dann bleiben wir erstmal bei 2. Das passt schon. 48 Steine. Wir haben gerade mal 24 jetzt. Hier sammeln wir noch ein bisschen. Es wird aber trotzdem vorne und hinten nicht reichen. Naja. Gucken wir mal, wie es wird. Was wird? Es wird. Ob es was wird? In der Hoffnung, dass es was wird. Wenn es was wird. Was labere ich hier? Meine Güte. Achso, ich habe jetzt natürlich vergessen, den Timer zurückzustellen. Na gut, dann machen wir halt länger. So, Timer läuft wieder. Damit ich hier nicht echt die Folgen ein bisschen im Blick habe. Denn wenn die zu lang wären, das ist... Ja, 15 bis 20 Minuten sollen es eigentlich sein. Es wären sowieso wieder 20 Minuten, so wie ich mich kenne, weil... Die ersten 10 Minuten achte ich noch drauf und dann vergesse ich es und dann gucke ich drauf, oh Gott, schon über 20 Minuten, naja, meine Güte, dann ist es halt so. So, seid ihr fleißig? Baut hier überhaupt irgendwer was? Hallo? Was sagt eigentlich die Kräuterhexe? Wo ist denn die? Und warum ist die Kräuterhexe ein Kerl? Das entspricht voll nicht dem Klischee. Und warum ist der Herbalist damit beschäftigt, Stein zu schleppen? Solltet ihr ja nicht Kräuter sammeln? Oder sind wir da schon am Limit? Ne, 100 ist das Limit, das geht noch. Food Limit ist 5000, das hat man ja extremst hochgesetzt. Weil wir es aber auch brauchen. Was auch wichtig ist. Ups, so. Naja. Und hier hinten, oh, jetzt sind wir schon so weit. 7 von 7 wurde removed. Joa. Habe ich es denn jetzt endlich mal? Meine Güte, diese Nase. Die hat mich schon in der letzten Aufnahmesession sehr geärgert. Ich nehme sie einfach ab und schmeiße in die Ecke. Braucht eh keiner das Ding. Nein, die Nase ist ja eigentlich recht wichtig. Daher behalten wir sie einfach mal. Ich meine, ups, was ist jetzt los? Stone und Locks. Okay, also es fehlt an allem, sagt mir die Anzeige hier unten. Es fehlt einfach an allem, was wichtig ist. Und an noch mehr. Jetzt haben wir auch noch kein Eisen mehr. Seid ihr denn wahnsinnig? So schnell. Boah. Naja, dann hier nimmst du das Eisen auch noch mit. Dann müssen wir nämlich auch langsam gucken, dass wir beständige Nachschubwege irgendwie erschließen. Das. Nicht erschießen, erschließen. Oh, oh, oh. Komm, der Woodcutter kann eigentlich auch noch ein bisschen loslegen, oder? Jawohl, so viel Holz haben wir jetzt nicht. Ha, komm, scheiß drauf. Hier, 400. Kannst du noch ein bisschen mehr machen? Denn das Feuerholz, da habe ich nämlich schon einen Plan mit. Das wird später mal noch richtig wichtig. Richtig wichtig. So richtig wichtig. Abnormal wichtig. Wird das sein, denn wir sitzen hier am Fluss und das nicht ohne Grund, denn der Fluss ist eine schöne... Das Wasser kommt von hier oben, okay. Wo kommt denn der eigentlich her? Mal gucken. Das interessiert mich. Der Fluss ist nämlich auch eine... Ein Quell des Lebens, nicht nur der Tatsache, dass er Wasser hier ins Land bringt, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass über den Fluss Händler kommen. Dazu brauchen wir allerdings einen... Wo war das Ding? Hier? Ja, hier, einen Trading Post, einen Handelshafen sozusagen. Oder einen Handelsposten, wäre effektiver übersetzt. Der ist allerdings recht stark, sehr teuer. Naja, müssen wir mal gucken. Aber da können wir richtig gute Sachen rankriegen. Unter anderem dann auch andere Nahrungsarten. Bis jetzt haben wir ja nur das Korn. Und die Ernte läuft. Und wir haben über 1600. Boah, so viel Nahrung. Da können sich die Leute richtig den Bauch vollschlagen. Nom, 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 nom. So, hier wohnen auch Leute. Sehr schön. Firewood und Fisch. Mmm, yum. Fisch. Lecker Yam-Yam-Fisch.
Der leckere, leckere Yam-Yam-Fisch. Nur an den Flüssen von Playtopia zu finden. Und vielleicht noch irgendwo anders. Aber pssst, das dürfen die anderen nicht wissen. So, wie sieht's hier aus? 32? Hier fehlt ein Stein. Wollt ihr mich flachsen? Hier fehlt ein Stein und ihr werdet nicht fertig? So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Reserve von den Feldern. Die Leute müssen ja jetzt keine Feldarbeit mehr begehen. Das bedeutet, hier werden wir einen zuteilen, hier werden wir einen zuteilen. Und ja, warum nicht? Ein Herbalist auch. Und dann, den können wir ja dann wieder abziehen und dann als Schneider einsetzen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hier, es bekam Stefanita? War die nicht erst? Moment. Oder doch? Hä? Hä? Moment, wer ist hier? Das ist Kate. Das ist okay. Hm, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Leanders. Und Neville. Und Pearl ID. Ja, ist ja Pearl D. Pearl D. Pearl. Keine Ahnung. Ne, geh weg. So. So, ihr seid fleißig am Arbeiten. Sieht man. Läuft. Auf jeden Fall. Ganz klar. Ich muss echt zusehen, dass ich hier von überall her die Steine ranhole. Das können die Leute ja jetzt im Winter mal machen. Die haben ja sowieso nichts zu tun. So, sammelt mal hier überall Steine ein. Guck mal, wie viel es hier gibt. Ach, hier sind ja überall Steine. Guck mal da. Die kannst du noch einsammeln. Da könnt ihr euch mal ein bisschen austoben im Wald. Ein bisschen Steine sammeln. Für wunderschöne Gebäude wie dieses. Oder dieses, was noch nicht fertig ist. Aber wo wenigstens schon dran gebaut wird. 20 von 80. Einer ist ja fleißig am Hämmern. Das ist doch schon mal was. Eigentlich könnte man dann auch gleich gucken, dass wir neue Häuser bauen. Wie schon gesagt, hier ist ein Kind geboren worden. Juhu! Oh, sogar drei Kinder. Guck sie an. Zack. Geralt, Daryl und Beryl. Ah, nee. Moment, Rancis. Daryl? Nee, Deral. Deral. Was ist denn das für ein Name? Hammer. Aber okay. Ich will mich nicht beschweren. Wie geht's eigentlich unserem... Oh, der hat bald... Ja, 18. Dann kann er auch harten Alkohol trinken. Ja, bloß blöd, dass es hier kein Alkohol gibt, ne? Ist aber eigentlich immer noch Fischer? Ja, der ist immer noch Fischer. Also wird er das... Ne, das ist er nicht. Das ist Mauriel. Dann ist er das hier. Ja, das ist er. Unser guter Elber. Wer ist das hier? Lerne? Und... Wer bist du? Stefanita. Ach so. Die arbeitet jetzt... Die wurde doch gerade erst, die ist doch gerade erst erwachsen geworden, oder? Sag bloß. Nee. Die sind immer noch in ihrer Wohngemeinschaft da. Hä? Wir haben hier noch ein paar Tools an der Hand, dann kann man ja mal ein bisschen was gucken. Paths will ich nämlich mal gucken. Und zwar von, na, von dir. Du kommst aus dem Haus? Hä? Hä? Flachsen? Ach nee, die kommt aus dem Haus. Ah! Alles klar, alles klar. Hermano. Nee, einfach nur Hermo. Und Ranson. Und Stefanita. Und das scheint eine südländisch geprägte Familie zu sein. Ist auch vollkommen richtig. Und wir sind fertig hier. Sehr schön. Zwei Arbeiter dazu bekommen. Oh, das wird ja immer besser. Jetzt haben wir sogar noch einen auf Reserve. Siehst du, ich wollte eigentlich irgendwo welche abziehen. Jetzt haben wir hier einfach nur welche übrig. Es läuft. Und die Loks sind wieder low. Ja, pff, meine Güte. Wir haben doch hier fleißige Holzfäller, die am Arbeiten sind, uns hier ein bisschen Sicht zu verschaffen. Wie viele Steine haben wir eigentlich? 19. 19 Steine. Pass auf, ich werde jetzt einfach mal... Wir haben gerade das Potenzial dazu. Den Bauauftrag geben. Und zwar für den Trading Post, weil ich finde, das Ding ist extremst wichtig. Daher will ich es nicht missen. Und ja, setz den direkt hier daneben dran, ne? So wie es geht. Das sieht nach einem guten Platz aus. Braucht natürlich wahnsinnig viele Materialien. Das bedeutet, ich werde nochmal alle in die Wälder rausschicken. Die sollen hier fälligst alles einsammeln. Alles einsammeln hier, alles an Stein. Auch von hier oben alles wegholen.
So, und natürlich auch das Eisen. Wenn es denn hier welches gibt. Ja, richtig viel. Nee. Nö. Gibt's hier kein Eisen mehr? Da hinten? Oh je. Und da unten. Das mit dem Eisen könnte eventuell ein sehr großes Problem werden. Denn wir haben nur 17. Der Schmied braucht was. Aber der Schmied produziert auch gut Tools. Naja, dann... Mal gucken, wie wir das gehaushaltet kriegen. Ich hoffe, es geht voll klar. Und hier so viel Fisch, was hier noch alles an Fisch rumsteht. Hammer. Was ich auch bauen würde, wollen würde, wäre auf jeden Fall so ein Brunnen. Weil wenn hier wirklich ein Feuer ausbricht, das greift über und wir sind ziemlich am Arsch. Ziemlich am Arsch. Das wäre sehr ungünstig. Was machst du? Du bist der Taylor und du bist am Arbeiten. Lern das. Was arbeitest du? Stehst du eigentlich nur rum? Alles klar. Ja, ist halt am Arbeiten, ne? Also, fleißig, fleißig. Steh ich auch da. Is working. Natürlich. Ich hänge mir auch immer, wenn ich auf Arbeit bin, so ein Schild um und dann steht da drauf, bei der Arbeit. Bitte nicht stören. Dann stehe ich da einfach bloß rum. Bin bei der Arbeit. Wehe, mich stört einer. Dann bin ich wahnsinnig unproduktiv. So, hier werden noch ein bisschen eingesammelt. Ja. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja gut, die Average Health, also ich will nicht sagen, dass es gut ist, es ist aber auch jetzt nicht schlecht. Da happy sind sie, genug verschiedenes Essen haben sie. Ich meine, hier so ein leckeres Gericht mit Mais, Brot und leckerem Wildbrett. Dazu noch ein paar frische Kräuter und ein bisschen Fisch. Warum nicht? Kann man machen. Wir haben nur noch zwei Codes. Was machst du hier die ganze Zeit? Produzierst du auch was? Arbeite gefälligst. Du. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe gerade so elegant meine Faust drohend geschwungen. Das ist so, dann bewegt er sich. Zack. Picking up resources. Ach, hängen die da? Ach, die hängen da. Ach, das ist ja cool. Jetzt arbeitet er wieder weiter. Ach, hier hast du auch ein Inventor. Ach so, die Leute haben auch selber ein Inventory. Das finde ich auch cool. Kannst du mal reingucken. Kannst du mal ein bisschen rumäugen. Das hat er zum Beispiel nichts. Oh. Das finde ich jetzt frech. Wie sieht's aus mit unserem Trading Post? Ja, das sieht ja richtig, richtig super aus. Also hier wird ja richtig produktiv gearbeitet. Stehen auch alle Bäume rum und interessiert anscheinend keinen hier im Winter. Wir lassen den einfach erstmal so stehen. In der Hoffnung... Ach so, wir brauchen ja noch Leute fürs Feld dann, wenn Frühling wieder ist. Wir sind übrigens schon im zweiten Winter, fällt mir gerade mal so auf. Weil wir hier das auf doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Da vergeht die Zeit ja richtig fix. So, und du? Was ist mir... Was ist, wie, du hast nichts. Du hast kein Material mehr, oder was? Tatsache, wir haben kein Leder mehr. Da sollen sich die Jäger mal anstrengen. So leckeres Wildleder. So ein Wildledermantel. Ja? Der braucht natürlich auch so ein, zwei Rehe. Ach, meine Nase, ey. Das hat man bestimmt gehört, wenn das so... Ich weiß es nicht. Nee, das hört man vielleicht doch nicht. Ich hoffe, man hört es nicht. Falls man es hört, tut es mir leid. So. Beste Ausrede ever. Es tut mir leid. So, dann machen wir hier noch schnell die Straße hin. Die gehört ja auch noch dazu. Und da ist auch so ein super Übergang hier. Finde ich cool. Der Fisch hat noch genug zu tun. Und. Und der Winter nagt hart. Und wir haben kein Eisen mehr. Aber hier ist noch nichts, also das sollte nicht das Problem sein. Wir müssen echt gucken, dass wir hier die Ressourcen zusammenkriegen. Pass auf, ich lasse hier oben einfach auch nochmal sammeln. Hier den Stein. Und das Eisen hier alles, sammelt alles ran, holt alles ran, was geht. Ihr macht das schon, ich vertraue auf euch.
fleißige Bürger, die er da steht und arbeitet. Komm schon. Seid fleißig. Na komm schon. Komm schon. Reserve of Locks ist auch low. Hey, alles ist low. Low, 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 low. Feuerholz wird auch fleißig geholt, wie ich hier sehe. Der Garrel wohnt hier. Mhm. Oh, gute Nahrungsauswahl haben sie ja. 1499, also knapp 1500 Nahrung. Oh, geschickt an der Nase jucken. Ich weiß auch nicht, was los ist. Es geht mir selbst schon ein bisschen auf den Keks, also. Aber ihr kennt das, wie das ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch so Reportagen über Läuse oder sowas sieht. Ah, dann juckt es ihnen gleich selber immer gleich auf den Kopf. So, das kann man überhaupt nicht. Und genauso ist es jetzt, je mehr man drüber nachdenkt, so über das Nasejucken, umso mehr juckt einem die Nase. Das ist natürlich immer im Let's Play, natürlich. Nie, wenn ich was anderes mache. Na gut, im Schlaf merke ich es eventuell nicht. Das will ich jetzt mal ausschließen. Aber wenn ich Auto fahre zum Beispiel, dann juckt mir die Nase nicht so extremst. Ja, oder keine Ahnung. Wenn man... Was macht man sonst so? Was machen denn normale Menschen so? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Der Schneider ist effektiv am Arbeiten. Sehr schön. Direkt alles Leder, was ankommt, wird sofort verarbeitet. 15 Codes haben wir. Mehr als genug Tools. Mehr als genug, also wirklich 80 Tools. Da kann sich ja jeder mehrere krallen. Dann lockst du ihn wieder low, weil sich wieder irgendwie was geschnappt hat. Ich mache jetzt einfach mal diese Benachrichtigung hier aus. Ich gehe den hier auf den Keks. Wenn irgendwas low ist. Ich meine, wir sehen es ja. Wir haben ja hier die Übersicht direkt vor der Nase. Und dann geht das schon klar. So, hier ganz viele Tools. Da werden immer mehr. Hammer. Und die... Nein. Ihr sollt doch gesund bleiben. Ihr lustigen Menschen. Oder dem Kind geht's gut. Geht's dir auch gut? Warum geht's dir nicht gut? Warum sind die alle so ein bisschen krank? Das ist doof. Oh, wir haben einen Bauern. Nee, haben wir einen mehr? Ein Laborer? Ich weiß es gar nicht. So einen normalen Arbeiter? Einen Laborassistenten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall erklärt sich, warum die Loks low sind, weil die jetzt alle nach hier wandern. Ja, okay, geht schon klar. Stone 20, haben wir noch welchen? Ja, wir haben noch... Naja, das reicht nicht ganz, aber grob ja, weil hier kommt ja von überall noch was an. Und Eisen 40, wir haben 5. Ja, grob passt das schon, ne? Naja. Zeit geht voran, die Bäume werden schon langsam grün. Wir befinden uns schon im Early Spring. Es schneit aber trotz alledem immer noch. Obwohl die Bäume schon grün werden. So, jetzt hört es langsam auf zu schneien. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Moment, wo es langsam wieder grün werden könnte. Grün. 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 Okay, dann bleibt der Schnee halt noch ein bisschen liegen. Haben die Kinder was von? Können sie Schneeball schlachten? Oh mein Gott, sie schlachten Schneebälle. Ist das doof. Wer ist denn hier eigentlich der Älteste? Das würde mich mal interessieren, wenn ich mich mal hier so umgucke. 29 ist ganz alt. 28. Also 29 ist hier schon mal. Einer der Ältesten. Okay. Eine richtig alte Gesellschaft mittlerweile schon. Wie sieht es hier hinten aus? 28, die auch, und die sind noch recht jung. Es geht noch, mit 29. Ja, wie lange hat man damals gelebt? Nicht so lange, aber hier, wenn man es richtig macht und die Leute entsprechend gesund sind, was sie jetzt langsam wieder wären, das finde ich gut, dann, ja, dann geht es denen auch gar nicht mal so kacke. Placing Inventory in Storage, was hat er denn? Was hat er denn in seinem Inventar? 34 Fisch. Finde ich nett von dem guten Elber. Da könnte sich aber auch mal ein bisschen was hier gesundheitlich ein paar Kräuters nehmen, so eine Brennnessel in Rachen schmeißen oder so. Ich habe gehört, das ist immer eine gute Idee. Wir haben kein Eisen mehr.
weil das ganze Eisen hier hinten noch nicht verbaut ist, sondern alles zu Werkzeugen wird anscheinend. Oh je, oh je. Das ist ja wunderbar. Wir brauchen unbedingt Eisen, Eisen, Eisen. Willst du verschmeißen, schmeißen, schmeißen? Kannst du kacken gehen? Obwohl, kacken ist ja auch schon, nee, Mist. Schon versagt. Wir können doch hier gucken, dass wir vielleicht hier den Wald oder hier die Brücke schlagen in die neue Welt auf die andere Seite des Flusses. Oder hier unten zum See oder sowas. Da können wir mal gucken, was wir da so Schönes machen können. Jetzt die Gesundheit wieder runtergegangen. Doof. Doof, doof, doof. Das Feuerholz ist auch runtergegangen, habe ich so das Gefühl. Wir haben Spring. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir hier die Feldarbeiter langsam wieder... Siehst du, da sind schon die ersten am Basteln. Ja, pass auf, machen wir es so. Wir nehmen hier einfach zwei Arbeiter weg und setzen die hier aufs Feld. Weil das wichtig ist, obwohl wir könnten hier noch einen Herbalist wegnehmen und den dafür als Bauarbeiter einsetzen, das geht schon voll klar. Ich denke, einer reicht da vollkommen aus. Jetzt sind wir wieder bei... Also wie das immer hin und her springt hier. Voll leer, jetzt wird er runter. Naja. Dieses halbe Herz. Na, gucken wir mal. Schmied ist fleißig... Oh, ich merke gerade. Hier ist auch fertig. Es gibt viel zu tun. Die nächste Baustelle ist schon am Angehen. Das kann ja wohl so nicht angehen. Nee, die Leute sammeln, das Feld wird bestellt. Und, ja. Ich übergebe an das Moim Endscreen. So, und das Moim Endscreen hat dann auch gleich Pause gedrückt, damit es hier nicht weitergeht. Ich könnte ja wahlweise auch mal jetzt ganz klammheimlich das Spiel speichern. Während hier es keiner sieht, damit wir hier auch immer sicher gehen, dass das nicht wegkommt. Ja, nee, haben doch gut geschafft. Ich hätte echt gerne noch den Brunnen und den Trading Post. Dann haben wir ja erstmal so eine Grundsicherung von allem, was wir wirklich brauchen. Und auch von den Luxusgütern. Ja gut, wobei Werkzeug als Luxusgut zu bezeichnen, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall wichtig zu haben, keine Frage. Und auch die Klamotten, ja, vor ewigen Monden hat es der Mensch auch geschafft, ohne Kleidung zu überleben, aber der Sinn der Kleidung war ja eigentlich, sich gegen Wind und Wetter zu schützen und gerade im Winter wollen wir genau das tun. Naja, vielleicht können wir ja in dem Trading Post noch ein bisschen was rausholen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Morgen in der Folge von Banished. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, Sarah, haut's rein und ciao, ciao!